Hallo, meine lieben Lucius-Freunde. Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Lucius. Ja, leider geht es erst jetzt weiter, weil ich wenig Zeit hatte und weil ich ja, wie ihr das letzte Mal bemerkt habt, ein Soundproblem hatte und jetzt stockt es wieder voll. Ja, der Sound wurde irgendwie nicht aufgenommen. Das war nicht so tolle. Und ich weiß nicht, wieso. Ich musste das ein paar Mal neu starten, dies, das. Und irgendwann hat es einfach wieder geklappt, dass es behoben war, das Problem. Da es jetzt geht und obwohl es 12 Uhr abends ist, nehme ich einfach mal eine Runde Lucius auf. Ja, und dann habt ihr auch mal wieder was zu gucken. Und es geht weiter. Und unser letzter Stand war, dass wir uns den netten Antonio hier vornehmen sollen. Ich lese es nochmal vor. Antonio der Gärtner. Antonio mäht wieder den Rasen. Ich könnte seinen Rasenmäher sabotieren. Warum sieht er nur immer so aus, als würde er gerade aus einer Disco kommen? Ich weiß es nicht. Habe viel rumprobiert und... Dann hatte unser komisches Ouija-Brett gesagt, irgendwas mit Schere und Papier. Und ich habe ja immer gedacht, okay, Schere, Stein, Papier, halt das Spiel. Und habe gedacht, okay, wenn es einen Stein gibt bisher, dann suche ich den mal. Und ich habe den jetzt gefunden. Ich dachte, bevor ich in die Aufnahme gehe, suche ich den mal. Und dann müsste irgendwo, lag der hier in der Nähe. Irgendwo hatte ich den gefunden. Ich hatte den irgendwann mal, ist er da oben? Nee, das ist der Rasenmäher. Der lag doch hier irgendwo, da ist er doch. Da ist ein Stein. Nimmst du den mal bitte? Genau. Ja, das ist nämlich prima. Und damit löst sich das natürlich auf, dass wir ihn blockieren. Also habe ich recht gehabt, das freut mich sehr. Also ich habe nicht in die Lösung geguckt. Und da können wir ihn hinlegen. Und dann können wir den bestimmt auch, wenn er abgelenkt ist, heimlich manipulieren. Haha, Antonio hat es nicht gemerkt, dass wir das hier gemacht haben. Haha, wir sind der kleine fiese Lucius. Ja, komm. No. Von dieser Felsen her. Ja, ich weiß wette, auch. Ich kann das reparieren. Ja, reparier das mal. So, und jetzt können wir ihn vielleicht von hinten. Er darf uns ja irgendwie nicht bemerken, nehme ich mal an. Was sagt denn die Notiz jetzt? Was? Nein. Er will wohl den Rasenmäher wieder zum Laufen bekommen. Das könnte meine Chance sein. Ja, natürlich ist es unsere Chance. Und wir hatten ja zuletzt auch neue Fähigkeiten gelernt. Ist es die? Sein Geist zu stark? Dann den Rasenmäher oder ihn? Oder wie? Ihn? Ihn. Nee, auch nicht. Ja? Muss er uns bemerken, oder? Geist ist zu stark. Ach, den Rasenmäher können wir manipulieren. Okay. Okay. Dios mio. Was ist passiert? Oh. So, was steht da jetzt? Da runtergehen. Das war nicht genug. Er hat es geschafft, der Klinge zu entkommen. Oh, okay. Das heißt, wir müssen ihn jetzt doch manipulieren? Oder nicht? Geht das jetzt oder ist sein Geist immer noch zu stark? Nee. Und zwar auf den Rasenmäher, bitte. Auf den Rasenmäher. Komm schon. Du musst erst einen Menschen kontrollieren. Okay, hatten wir. Ja, er wird jetzt kontrolliert. Oh, wie widerlich. Oh, Lucius. Wer würde denn sowas freiwillig tun? Ja, und schon bin ich hier der Mind-Twister. Alles klar. Oh, wir können nicht gucken. Wochenlang schlief ich nachts nicht richtig. Ich bekam einfach nicht den richtigen Durchblick, als ob mir etwas entgleiten würde. Ich wandte mich an die Kirche und bat um Hilfe. Ich hoffte, sie würden das Haus besuchen und den Leuten dort vielleicht helfen, ihnen Rat anbieten. Was auch immer Priester so tun, ich lag falsch. Wie vorherzusehen, gab es noch einen Unfall, diesmal im Garten. Eines der bizarrsten Dinge, die ich je gesehen habe. Ich hatte keine stichhaltige Erklärung und die Presse forderte vom Department Informationen.
Diese Geier kreisten ständig um das Anwesen. Meine ganze Welt brach auseinander. Ich befragte Charles Wagner nun täglich. Er versuchte mir zu erklären, alles spiele sich auf einer ganz anderen Ebene ab. Sein Vater Fabius, den ich für ein wenig behämmert hielt, wurde plötzlich vermisst. Alle nahmen an, er wäre einfach verschwunden, um dem Stress zu entkommen. Was passiert hier wirklich, Dad? Wurden wir verflucht? Haben wir Feinde? Werden wir erpresst oder ist das eine Art Vendetta? Rede keinen Unsinn, Charles. Du greifst nach Strohhalmen. Ich weiß über deine Verbindungen zur Unterwelt damals. Ich weiß, woher unser Geld stammt. Du hast keine Ahnung und frag nicht. Sei einfach dankbar. Hast du keine Gefühle, Dad? Warum warst du nicht bei Toms Beerdigung? Er war ein Versager und er ist auch gestorben wie einer. Er war nicht mein Sohn. Das ist einfach kalt. Du bist ein herzloser, verbitterter alter Mann. Wer hat dir alles gegeben, was du dir je gewünscht hast? Und jetzt ist es Zeit, zurückzuzahlen. Es stehen Ereignisse bevor, die weit jenseits deines Verständnisses liegen. Ich werde diese Wahl verlieren. Meine Welt zerbricht. Lucius spricht nicht. Nancy verliert den Verstand. Und auch du bist verrückt. Wir sind alle nur Bauern in einem großen Spiel. Diese Leute, sie sind letztendlich alle nur Futter für die Sense des Todes. Du musst nur deine Rolle spielen, Charles, und ein guter Junge sein. Die, die bis zum Ende durchhalten, werden belohnt. Und da stand er, der kleine Lucius. Da kommt der Priester. Ob der wohl was ändern kann? Guten Tag, Miss. Ich bin Vater Ladle aus der Diözese Winterhill. Das ist Vater Di Cosimo. Wir haben von dem Unglück erfahren, das dieses Haus befallen hat. Und wir kommen, um Ihnen unseren heilsamen Segen anzubieten. Sind die Herrschaften des Hauses zu sprechen? Wer ist das? Was? Zum Teufel raus aus meinem Haus! Verfluchte Parasiten! Schafft eure Röcke zurück zu den erbärmlichen Taugenichtsen in die Stadt! Die schlucken euren Jesusmüll! Aber runter von meinem Rasen, oder ich gebe euch Grund zum Beten! Ich werde ihren Mist auf meinem Grund hausieren. Sieht zu, dass sie verschwinden! Hat Lucius den vielleicht auch schon manipuliert dazu, dass die vertreiben die Priester? Oder hat er damit jetzt auch gar nichts zu tun und der ist einfach nur blöd und hat die verscheucht, wo es gar keinen Grund gab? Weil ich meine, die sterben da ja alle wie die Fliegen. Da würde ich ja jede Hilfe annehmen. Oh, er bemerkt den Keller. Bemerkt er dann auch diesen komischen Geheimraum, den wir schon entdeckt hatten? Ah, die Weinflasche, die wir damals organisiert haben. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ah, Sie haben mich überrascht. Ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde gerne mit Ihnen über die letzten Ereignisse hier in Dente Manor sprechen. Ich zahle gut für Informationen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Oh, Mr. Wagner. Entschuldigung, ich habe an der Haustür geklingelt, aber niemand öffnete. Es sah nach Regen aus, also bin ich... Das ist Hausfriedensbruch.
Ich könnte sie erschießen. Hey, Augenblick! Das war Charles. Und da ist der Lucius wieder mit Papa. Tja. Daddy hat wieder eine Lektion für uns. Ah, Lucius. Hey, welch Papa. Wunderbar grausame Opfer du mir gebracht hast. Jetzt müssen wir weiter. Wir müssen fortfahren, ohne nach hinten zu blicken. Okay. Da sind diese Schnüffler, Lucius. Sie hegen einen Verdacht. Du musst wachsam sein. Ich weiß, Papa. Aber jetzt ist es an der Zeit, dich die mächtigeren Fähigkeiten zu lehren. Ja. Damit du dich, falls nötig, schützen kannst. Mhm. Okay, Daddy. Machst du gerne Feuer, Lucius? Oh ja, Papa. Dein Papi verbietet dir, mit Streichhölzern zu spielen, aber ich zeige dir einen besseren Weg. Okay. Wähle die Entzündungsfähigkeit durch Drücken von D-Pad Right. Kann ich das vielleicht... Ist das hier im Inventar jetzt oder kann ich hier irgendwas machen? Hier bestimmt. Um damit anzufangen, Macht aufzubauen, drücke und halte A. Ja, okay, Wirbelzwirbel, mega Feuer. Oh, das ist sehr gut. Ja. Geil, ne? Oh, jetzt sollen wir das an der Person üben. Okay, dann. Okay. Kein Problem, Daddy. Wie habe ich das jetzt gemacht? Wie habe ich das gemacht? Versuche diese Tests zu töten. Achte auf ihre Gesundheitsanzeige. Okay. Ich mache mal die Taschenlampe irgendwie. Und das ist beides dieselbe Taste. Okay. Wie habe ich das jetzt gemacht? Das ist jetzt... Ah, das ist jetzt unten im Inventar. Okay. Ja, dann... Dann bau mal Macht auf. Für! Nee, ich will wieder Feuer. Warte, warte, warte. Warte, da. Jetzt. Bäm! Na? Ist doch was, oder Papa? Ist doch was. Die nochmal? Achso, die soll jetzt richtig sterben. Tja. Hat doch gut geklappt, oder? Diese Fähigkeit kann nur manchmal und nur in extremsten Situationen eingesetzt werden. Jedes Mal, wenn du mir ein Opfer bringst, erhältst du diese Fähigkeit. Aber nur für kurze Zeit. Okay. Bis die Macht wieder vergeht. Okay. So, will er jetzt richtig Leichen ordentlich haben, damit wir hier, damit wir hier ordentlich, ja, Training mit dem Devil. Damit wir hier ordentlich Feuer machen können, oder was? Können wir jetzt random irgendwelche Leute umbringen? Ich glaube schon, dass wir immer noch linear irgendwie den Opfern folgen müssen, die uns vorgegeben werden eigentlich. Aber vielleicht können wir ja auch nebenbei noch andere töten, die nicht unbedingt getötet werden müssen. Und können dann dafür lustig Leute brennen lassen. Aber das muss doch mal jemand merken. Es kann nicht sein, dass er da durchs Haus spaziert und mal einfach so irgendwelche Leute abfackelt und niemand merkt was. Das ist doch auch komisch. Also, wenn das nicht mal bald jemand bemerkt. Die schnüffeln die doch überall noch rum. Den Geheimraum könnten die vielleicht noch entdecken. Aber das sagt halt nichts darüber aus, dass Lucius das war. Gut, der ist natürlich total psycho als Kind, aber... Das denkt ja keiner, dass der da alle umbringt. Der arme kleine Lucius. 1. April 1973. Verrat. Na, guckt Mami nach uns? Oder Papi? Hm? Macht sich Papi langsam Gedanken? Oder ist es der Detective-Typ?
Komm, mein Junge. Es ist Zeit zu reden. Okay. Du hast dich also umgesehen und die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Zieh dich an und triff mich dort unten. Lass dich unterwegs nicht erwischen. Ich habe bemerkt, dass noch nicht alle schlafen. Nee. Okay. Verrat, okay. Ob es dabei um ihn geht, weiß ich nicht. Also, wir gucken mal erstmal ins Notizbuch hier. Ah, jetzt geht's um... Was steht da überhaupt erstmal bei Antonio? Nee. Da. Das Gras kann wieder wachsen. Das war nicht genug. Ja, das Gras kann wieder wachsen. Mehr muss man dazu nicht machen. Großvater Fabius. Mein Großvater hat mich geweckt. Er trug mir auf, ihn in der Kammer zu treffen. Alle sind noch wach. Ich muss einen Weg finden, unentdeckt vorbeizukommen. Dunkelheit ist mein Freund. Oh, okay. Alle sind noch wach. Okay. Müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen. Also da können wir nicht lang. Vielleicht aber... Nee, da auch nicht. Hm, das ist natürlich doof. Dann vielleicht da durch. Auch nicht durch. Wir denn durch? Hä? Da nicht. Da kommen wir. Ach so, warte mal, unser Ouija. Unser Ouija-Brett. Und auch der König und seine Mannen brachten Humpty Dumpty nicht mehr zusammen. Das ging ihnen gehörig auf die Leber. Hm. Dann machen wir mal das Licht aus. Geht's dann? Geht's dann? Geht's dann hier? Ah, dann können wir da raus. Okay. Was können wir hier machen? Ein Geländer. Ja, okay. Können wir hier irgendwie durchs Fenster oder so? Da kommen wir doch her, oder nicht? Ah. Oh, jetzt wurden wir aber entdeckt. Ja, aber irgendwie müssen wir da ja durchkommen. Ich denke schon, dass es der Weg ist. Oder sitzt sie da aber auf einmal? Nein! Das geht natürlich nicht. Mami hat uns gedenkt. Sitzt sie da auf einmal so psycho in der Ecke? So. Und die ist ja sowieso ein bisschen komisch. Die wird ja immer komischer. Und ich dachte immer, das wäre das Spiel irgendwie, was spinnt. Aber wenn der Vater schon sagt, dass sie auch ein bisschen verrückt langsam ist, dann ja... Nochmal das Feature. Vielleicht nicht schlecht, das sogar nochmal zu lesen. Auch der König und seine Mannen brachten Humpty Dumpty nicht mehr zusammen. Das ging ihm gehörig auf die Leber. Also Humpty Dumpty kenne ich eigentlich nur so aus Alice im Wunderland. König und seine Mannen würden dann passen. Vielleicht so irgendwie Schach oder so. Was mit das mit der Leber aber auf sich hat, weiß ich nicht. So, jetzt haben wir überall das Licht ausgemacht. Das ist schön. Mama sitzt da aber irgendwo. Geht die auch weg, oder? Da sitzt sie. Da hinten. Was mache ich jetzt? Mach mal die Tür zu. Darf uns ja nicht sehen. Vielleicht den Lichtschalter von hier aus mal manipulieren. Vielleicht eben fix. Na, das könnte doch klappen, wenn mein Spiel nicht so blöde ruckeln würde. Dafür brauchen wir Telekinesekraft. Muss erst einen Menschen kontrollieren. Oder finden wir den Lichtschalter von hier? Das wäre doch... Gut, aber sie merkt das natürlich, wenn wir jetzt den Lichtschalter ausmachen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so stimmt. Ich würde gerade gerne wollen, dass das Spiel echt nicht so ruckelt, weil ich muss den Lichtschalter treffen. Und ich spiele mit Gamepad, das ist gerade nicht so einfach. Guck mal, jetzt ist es aus. Lauf! Okay, das hat nicht geklappt. Ich dachte, wenn das jetzt so dunkel ist... Hm. In dem Moment, wo es so geblitzt hat, ne? Das ist ja blöd. Och, Lucius. Na gut. Nochmal das Ouija-Brett.
Ja. Auch der König und seine Mannen brachten Humpty Dumpty nicht mehr zusammen. Das ging ihnen gehört auf die Leber. Irgendwie klingt das aber auch so nach Essen, ne? Humpty Dumpty ist ja auch ein Ei. Und dann das mit der Leber? Ich weiß auch nicht. Da nicht lang. Geht also wirklich nirgendwo anders lang? Manno. Kommen wir denn da an der Mama vorbei? Manno, Mami. Ja. Ist definitiv der richtige Weg, aber können wir vielleicht sie irgendwie von hier aus manipulieren oder so? Mama? Und die Lampe, geht die nicht zu manipulieren? Die leuchtet so? Ja, vielleicht nicht gerade so. Aber so. Weil Lichtschalter brauchen wir ja nicht machen, wenn wir direkt die Lampe oder so. Menschen kontrollieren. Hier, guck mal. Das wäre doch was. Aber er will irgendwie nicht. Warum nicht? Warum willst du nicht? Lucius! Just do it. Ja, aber wir müssen doch da lang. Und das ist auch richtig. Aber jetzt, guck mal, jetzt. Okay. Hat er irgendwie seine Taschenlampe in der Hand? Nee, aber die Zahnbürste, oder? Voll doof. Hä, kann doch mal einfach random jetzt die Lampe schrotten. Muss das im Männchen kontrollieren. So, und dann surrt die auch immer noch so. Surrt ihr noch immer? Das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht mit Tür zu? Oder hier durchs Fenster einfach? So, dann wird er nicht gesehen. Muss ja nicht unbedingt durchgehen. Geht aber alles nicht hier. Guck, dann surrt die voll. Das ist bestimmt voll der Hinweis. Oh Mann, oh. Funktioniert hier wieder voll gut. Auch das mit dem Schalten. Und ja. Die Tür zu und dann Lichtschalter. Das würde auch noch... auch noch nicht probiert. Wenn sie kommt, weißt du, dann war es ja keiner. Dann ist die Tür zugebliesen und ist halt einfach mal die Lampe kaputt gegangen. Und wenn wir sie kontrollieren durchs Fenster, geht das? Hä? Hä? Lucius? Lucius? Sehen wir sie von hier? Kann man sie irgendwie von hier kontrollieren? Ich weiß es nicht, aber ich probiere es mal im nächsten Part, Leute. Lucius. Danke fürs Zuschauen und bis dann!